Wir begrüßen Sie aus Wiesbaden. Guten Abend zum zweiten Tag der Relegation. Wir sind zwischen der zweiten Bundesliga und Liga 3 mit dem SVW in Wiesbaden als Herausforderer und Arminia Bielefeld als der Mannschaft, die die zweite Bundesliga verteidigen will. Arminia Bielefeld, vor einem Jahr noch Bundesligist, abgestiegen, jetzt kurz davor durchgereicht zu werden. Nach einer wirklich schwachen Saison auf der anderen Seite der SVW in Wiesbaden, der so dicht schon an der zweiten Bundesliga dran war. Hier standen die Leute letzte Woche schon auf dem Platz, haben schon gefeiert, bis sie gemerkt haben, dass in Osnabrück noch gespielt wird und dass der VfL dabei ist, Platz 2 zurückzuholen. Schauen wir auf die Mannschaft, die es für Wien Wiesbaden richten will. Vor einigen Jahren gegen Ingolstadt in der Relegation aufgestiegen, heute mit dieser Mannschaft gegen Bielefeld. Natürlich personell Außenseiter, aber der Trend spricht ganz klar für den SVW auf, weil Arminia Bielefeld am letzten Wochenende sich mit einem 0:4 auf der Liga verabschiedet hat in Magdeburg. Das war ein Auftritt, den sie aber mal ganz schnell rausbekommen müssen, wenn es hier heute in der Relegation irgendwie noch Richtung Klassenerhalt gehen soll. Das ist die Mannschaft mit ehemaligen Bundesligaspielern, mit einem Fabian Klos. Spielern, die auch schon im letzten Jahr dabei waren, einmal abgestiegen sind, aber bloß nicht und ja nicht wie damals gegen Darmstadt, als Bielefeld schon mal genau in dieser Situation war und am Ende knapp im Rückspiel abgestiegen ist. Es ist alles offen unterm Strich, freuen wir uns auf das Spiel. Der SVW wird anstoßen in den dunklen Trikots, Bielefeld in weiß, Wien beginnt diese kleine Relegation. Und vielleicht der kleine Blick in die Statistik. Anders als zur Bundesliga hat sich in der kleinen Relegation öfter der unterklassige Verein durchgesetzt. Viele Mannschaften sind aufgestiegen. Nicht nur Wien Wiesbaden hat es geschafft gegen Ingolstadt. Es sind wirklich einige Drittligisten, die sich durchgesetzt haben. Ayerdey für Hollerbach. Erster Vorstoß der Gastgeber. Klos, der ewige Bielefelder, Foul für mich, nicht geahndet. Woods. Ayerdey, links raus für Rieble, gemeinsam mit Mockenhaupt, die beiden auf der Außenbahn. Müssen Wege machen, Mockenhaupt, genauso wie Mrovca. Das sind einige Spieler, die hier schon seit Jahren in Wiesbaden spielen. Auch schon als man in der dritten Liga immer nach oben gespielt hat. Ein Jahr, da war es mal wirklich knapp. Das war das Jahr, in dem Alf Minzel in der Nachspielzeit den Klassenerhalt erst sichergestellt hat. Wohlgemerkt, Wiesbaden vor der Regionalliga Südwest bewahrt hat. Eines der spannendsten Finals, weil damals 4-5 Mannschaften theoretisch noch hätten absteigen können. Britel, erster Vorstoß der Arminia mit Konzbruch, mit Hack und Klos. Klasse gehalten von Stritzel, erste Möglichkeit für Arminia Bielefeld und natürlich Fabian Klos nach Vorarbeit von Hack. Das war gut gespielt, das ist das Lebenszeichen, auf das die Arminia gehofft hat. Ayerdey. Und Wiesbaden hat natürlich darauf gesetzt, Bielefeld einfach mal stehen lassen mit diesem 0:4. Und mit der eigenen Stärke am besten früh das nächste Zeichen setzen, denn die Arminia hat eben wirklich gewankt im letzten Spiel gegen Magdeburg. Und es waren eben nur zwei Mannschaften, die einfach schlechter waren. Ansonsten war das letzte Wochenende wahrlich keine Empfehlung für die Arminia. Mrovca. Das ist Fechner für Hollerbach. Nochmal Fechner. Woods. Jakobsen. Rieble. Jakobsen. Wer traut sich mal für Wiesbaden? Fehlpass von Johannes Woods. Gibt den Gästen aus Bielefeld die Chance zum Konter, aber dafür fehlt im Moment ein wenig das Tempo. Konzbruch. Gut gestoppt
keine Diskussion gegen die Verteidiger des SVW hin. Konzbruch. Vassiliadis. Lassme, rechte Seite, Gegenstück zu Hack links. Tja, wohin? Fabian Klos, der sollte zu Lassme, aber da steht einfach kein Mitspieler. Und stattdessen Wiesbaden. Super gespielt. Mockenhaupt. Da ist das Tor. Das 1:0 für Wien Wiesbaden. Durch Sascha Mockenhaupt. Rechtsverteidiger. Aber mal weit vorne. Und dann so gefährlich gegen Freisel. Super Pass für Mockenhaupt von Ayerdil. Und dann aber mal ganz cool verwandelt gegen Martin Freisel, der allerdings diesen Ball auch halten kann. Wir haben es gesagt, der Drittligist hat in dieser Relegation ganz andere Statistiken als in der großen Relegation der Zweitligist. Gestern Abend Hamburg, da war der Klassenunterschied deutlich. Hier ist nach einer halben Stunde alles offen und Wiesbaden jetzt sogar vorne mit dem ersten Schritt Richtung zweite Bundesliga. Aber aufgepasst, Hack, fast die Antwort, Klos nochmal, abgeblockt von Mrowca, spektakulär. Von beiden, vor allem von Mrowca, der war damals dabei an diesem Spieltag, als es fast in die Viertklassigkeit ging. Konzbruch hat mächtig Platz. Lassme. Los für Vassiliadis. Zweimal Glück für wen. Nochmal Klos. Bielefeld drückt jetzt, Vassiliadis, Klos. Ball war gedacht für Konzbruch. Klos hat es ungewollt verhindert. Dritte, Klos. Gestoppt von Mrowca. Gute Antwort der Arminia, so gefährlich waren sie wirklich lange nicht. Und Wiesbaden zweimal mit Aluminiumglück. Auf der anderen Seite schon wieder Mockenhaupt. Nicht zu stoppen. Freisel gegen Hollerbach zur Stelle. Auch Wiesbaden schon mit der nächsten Chance. 10 Minuten ohne Pause. Angriffsfußball auf beiden Seiten. Bielefeld zwei, dreimal. Jetzt wieder Hollerbach für Wiesbaden. Es steht immer noch nur 1:0. Die letzten Minuten war für beide deutlich mehr drin. Wurz. Ayerdey. Mockenhaupt. Immer wieder Sascha Mockenhaupt. Lassme. Günther, rechtzeitig fit geworden, hinten rechts, zuletzt von Gebauer vertreten in Magdeburg, aber sie brauchen bei der Arminia jeden, der möglichst auch gut verteidigen kann, weil das eben am letzten Wochenende wahrlich keine Empfehlung war der Bielefelder Defensive. Erste Halbzeit ist abgelaufen und es gibt auch keine Nachspielzeit. Das Spiel lief über weite Phasen sehr flüssig. Viele Torchancen auf beiden Seiten. Wiesbaden mit dem Tor durch Sascha Mockenhaupt. Auf der anderen Seite zweimal Aluminium für Arminia Bielefeld. Es ist sicherlich der leichte Vorteil in Toren, aber
keineswegs eine überlegene Halbzeit gewesen der Wiesbadener. Dafür hat Bielefeld nach dem Gegentor zu gut reingefunden. Wir melden uns gleich wieder mit Durchgang 2. Relegation zur zweiten Bundesliga. Wiesbaden empfängt Bielefeld. Bis gleich.